Die SG Flensburg-Handewitt, eine Woche nach dem höchsten Auswärtserfolg in einem Nordderby beim THW Kiel jemals. Nun zu Hause gefordert gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden formstärksten Teams in der Handball-Bundesliga. Flensburg mit Johannes Goller und diesem phänomenalen Tor. Wie macht er den denn? Schon in Kiel ja hinten und vorn überragend gewesen. Hier gibt es die Wiederholung nochmal zum Genießen. Warum die beiden formstärksten Teams? Beide haben im Jahr 2024 in der Liga noch nicht verloren. 11:1 Punkte zeigt das Konto im neuen Kalenderjahr bislang an. Boris Zivkovic, Hannover fehlt hinten der Zugriff und hat vor allem Probleme mit Flensburgs Tempospiel. Hier kommt Simon Püttling. Die Gäste ohne die U21-Weltmeisterin Renas Uscins und Justus Fischer. Je länger das Spiel dauert, desto mehr arbeitet sich Hannover dann aber rein. Unter der Woche ja im Europapokal gefordert gewesen, in den Playoffs, im Hinspiel gegen Severhof schon mal vorgelegt, +4. Sollten sie diese Runde überstehen und ins Viertelfinale kommen, würden dort wieder Benjamin Buric und die SG Flensburg-Handewitt warten. Nun aber zunächst das Bundesligaspiel, in dem Hannover dann über Linksaußen verkürzen will, aber schon wieder Benjamin Buric, der Mitte des ersten Durchgangs zum entscheidenden Faktor der Flensburger wird, die somit ein Polster von +5 herausspielen können. Der ist wunderschön von Marius Steinhauser mit Gefühl. Im zweiten Abschnitt müssen der Ex-Flensburger und seine Mannschaft einen 5-Tore-Rückstand aufholen. Und ihr seht, es kommt zumindest auch gut rein. Hannover, dann ist Lasse Möller da und schon ist es wieder ein 4-Tore-Vorsprung für die Gastgeber. In Phasen hat man immer wieder das Gefühl, jetzt könnte was gehen für Hannover. Aber ihr ahnt schon, wer dann kommt. Wohl dem, der solch ein Torwartduo hat. Eigentlich ist Kevin Möller der Mann mit der besten Bundesliga-Paradenquote momentan. An diesem Tag liefert aber Benjamin Buric immer wieder in den entscheidenden Momenten. Auf der anderen Seite ist auch Simon Garde im Spiel. Aber Hannover bringt sich immer selbst auch um den Lohn der Arbeit mit dem ein oder anderen technischen Fehler, mit einigen verworfenen Bällen vorne. Den legt sich Buric dann fast selbst rein. Ein Osterei zugunsten von Hannover, das in der Schlussphase doch tatsächlich noch einmal rankommt, sich leicht schüttelt. Aber ihr seht schon, das Tor ist leer und Johannes Goller nutzt das aus. Der hat übrigens eine neue Torhymne bekommen. Major Tom wird an diesem Abend insgesamt 9-mal gespielt. Er abermals bester Flensburger Torschütze. Das kennen wir schon aus der Vorwoche. Wieder mit Tempo, wieder mit Goller. Das ist fast der Deckel drauf. Flensburg hat diese Saison zu Hause noch kein Spiel verloren. Die letzte Heimniederlage gab es am Ende der vergangenen Saison gegen Hannover. In diesem Spiel aber können die Recken diesen Coup nicht mehr wiederholen. Am Ende ist es ein 31:28 und die SG holt die nächsten 2 Punkte nach dem Auswärtserfolg im Nordderby beim THW Kiel. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.